es ans Ohr. Und jetzt kommen neue Geräusche und jedes dieser Geräusche macht neue Bilder. In dem Moment ist das Telefon schon wieder weg. Stimmt oder stimmt? Jetzt, wenn ich natürlich dann höre, kann ich wieder kurz ans Telefon denken, aber ist das da, wenn ich nicht dran denke? Das ist die ständige Umformung der Gnede. Das ist das, was ist. Auch dein Mückenbeispiel ist so schön, finde ich. Mit der Mücke, die und dich dann sticht und dann willst du, nein, du willst nicht jucken. Ja. Und du denkst immer noch, oh. Das wird immer mehr, wo ich gesagt habe, die sticht was, oh, will ich nicht, und dann sticht die dich und dann juckt es, ich will nicht kratzen, ich will nicht, jeder kennt es im Sommer. Und dann klingelt das Telefon, puff, weg, weil sofort, du sofort umkommst, du kippst total weg ineinander und bereichst, und es juckt nochmal nicht mehr. Aber sobald du was nicht willst, da hältst du das an das Leben, weil du willst es nicht haben. Weil du musst ja immer wissen, wenn du was nicht haben willst, musst du dir ja das denken, was du nicht haben willst. Und umso mehr du das nicht haben willst, umso mehr denkst du ja an das, was du nicht haben willst. Und jetzt kriegst du wieder einen kleinen Impuls, ein Telefon klingeln, und von einer Sekunde auf die andere, wenn du hingehst, ist das Jucken weg, weil du den Fokus veränderst. Und jetzt ist wichtig, wir wollen das Programm nicht verändern, wir wollen es erst einmal rauskriegen, wie funktioniert das Ding wieder. Das ist Bewusstsein. Bewusstsein ist nicht Wissen, Bewusstsein ist das, was Wissen anschaut und sich bewusst wird, wie Wissen funktioniert. Wie gesagt, ihr habt hunderte, tausende Beispiele von mir, wenn ihr das durchmacht, die so aus dem Leben sind, wo jedes Kind nachvollziehen kann, wenn es wirklich mit Bewusstsein sich das einmal durch den Kopf gehen lässt. Was auf der Strecke bleibt, das ist materialistische Logik. Ohne was glauben zu müssen, was man nicht wirklich bewusst überprüfen kann. Und das bietet dir keine Religion der Welt, die du dir bisher ausgedacht hast. Weil die alle dich zwingen, das doch mal was zu akzeptieren, weil es eben so ist, weil der das sagt. Weil das ja bewiesen. Wie definierst du Beweis? Mehrfach darauf eingegangen. Beweis heißt, ich glaub's und ich stelle es nochmal in Frage. Beweis heißt nicht, dass ich es überprüfen könnte. Weil wir müssen es ist ja bewiesen, müssen wir uns die Arbeit ja nicht machen. Haben wir schon Gescheitere wie mir gemacht. Haben wir schon Gescheitere. Da haben sich schon Gescheitere wie mir Gedanken drüber gemacht. Das ist schon in Ordnung, das kann man schon glauben. Das ist abgesehen. Falle, gell? Das ist ja die GEMA, wo wir hatten, wenn ich immer jetzt vom Dieter hier, du weißt das, was ich sage, die Maus bringt immer die Apothekerzeitung mit, ne? Es ist so irre, das ist all das Zeug. Jetzt habe ich ja unsere Klo-Zeitungen, wenn sie kauft. Ich habe ein paar Mal schon bei einigen, jetzt bei Skype habe ich mal gesagt, pass auf, Frau im Bild. Frauenzeitung. Die Frau im Kind. Oder hier Ilu der Frau. Illusion der Frau. Illusion hat man ja heute schon ein paar Mal. Und dann mache ich nur die Überschrift mit Abnehmen und so. Wenn du die Zahl nimmst und liest mit Holofilm, du sitzt da und du schmunzelst. Jetzt ist es interessant, du hast dasselbe. Jedes Wort ist eine Kiste. Wieso lachst du da? Da steht doch nichts Witziges drauf. Es ist eine Frage, was du rausliest. Und jetzt Apothekerzeitung, das sind solche, wir hatten noch, wo ich dir jetzt, ich mache nur ein Beispiel, da mit der Zahnpasta, wo sie bewerben, mit reinen Zahnschmelz. Diese Bio-Zahnpasta, pass auf, mit reinen Zahn. Ne? Auch jetzt, pass auf, ich muss immer wieder die Bio-Repair. Dass ich immer wieder sage, pass auf, wir machen bleiben im materialistischen Denken bei Härtegraden, wir haben ja Diamant und so weiter, gibt ja, kannst immer nur das Härtere, kann das weniger Härte schleifen. Umgekehrt geht's nicht. Aber jetzt wird es natürlich interessant, das ist also die erste Zahnpasta mit natürlichem Zahnschmelz. Du putzt nichts herunter, sondern du putzt mit der Zahnschmelz drauf. Das heißt, das ist die Werbung und ganz, ganz toll. Jetzt pass auf, jetzt mache ich mal für mich ein kleines, ich bin ja doof, ich stelle mir das jetzt vor, zuerst einmal, wie hat das Zahnschmelz? Das ist übrigens auch so, wo ich in Quiz, wo sie Zahlen angeben, das ist wie bei meinem Haus jetzt, wir bauen jetzt schon das Gerüst, bauen die auf, wir kriegen ja total Renovierung. Und wir haben ja einen Abend gehabt, Info, der Öko-Ingenieur, der das alles ausgerechnet hat, Dieter, ich war drin gesessen, ich habe gesagt, du bist ganz ruhig, ich erkläre es dann an Marion. Ich will nochmal anfangen mit Wasserverdunstung, dass du merkst, wie du dich drehst. Vielleicht, wenn es mal sein soll, erzählt er das nochmal, dass die Zahlen, wenn man wirklich mit einem gesunden Menschenverstand das, was der Ingenieur dir erklärt,
dass ich merke, es ist ein Rezitierchen, der plappert das noch, was man ihnen erzählt hat. Und jetzt jeder, der einen Ingenieur für Thermo und Öko-Ding hat, der das Haus, die Sanierung, die Ökosanierung, Thermosanierung ausgerechnet hat für die Baufirma, ich höre das und ich plapper das wieder noch und ich plapper das noch. Weißt du schon, bist du reines Wasser? So funktioniert das. Aber jetzt kommen wir zu dieser, die Zahnpasta mit reinen Zahnschmelz. Jetzt mache ich rein meine Grundlagen, Chemie oder Materialkunde mit Schleifen, dass wenn ich jetzt Glas habe und ich nehme Glaspartikel, die sind ziemlich gleich hart, verkratzen die natürlich, wenn ich Glaspartikel auf Glas reibe. Was aber nie passiert, pass auf, ich sage jetzt einfach einmal, wir haben ein neues Fensterreinigungsmittel, du putzt kein Glas runter, sondern ans drauf, weil da reines natürliches Glas mit drin ist. Jetzt frage ich dich, sagst du mal, wie soll das Glas in der Zahnpasta auf dem Glas geben bleiben? Jetzt ist natürlich, dass die dann sagen, das sind Kerben und dann schmierst du das und dann glänzt sich das in die Kerben rein. Es ist aber alles, wenn du das machst, es ist nur billigster Verkaufsgag bis zum Es geht nicht mehr. Dann ist Quiz, irgendein Quiz, glaube ich, mit Bilaba oder irgendwas war, wo sie gesagt haben, mit Feuchtigkeit. Ich weiß die Zahlen nicht mehr genau. Was beinhaltet im menschlichen Körper am meisten Feuchtigkeit? Antwort, es gehören die wenigsten, am wenigsten Feuchtigkeit. Es gehören die Zähne, die Knochen. Und dann war es Blut. Was am wenigsten Wasser beinhaltet? Das Gehirn hat am meisten Wasser. Das ist, genau so ist es. Aber jetzt ist interessant, das war natürlich, die Antwort war der Zahnschmelz. Also ach so, Zahn, ja. Der Zahnschmelz, aber jetzt ist interessant, jetzt Auswahl. Hat er natürlich vorgelesen als Auswahl. Als Auswahl. Und jetzt hat er vorgelesen, das Gehirn hat so und so viel Prozent, das ist, glaube ich, über fast 90 oder 92 Prozent Wasser. Die Wabermasse, wie ich das immer nenne. Das ist, wo unser Geist herkommt. Und, und dann das Blut, wissen wir ja allgemein, 70% jetzt im Klassischen, was Wasser, reines Wasseranteil ist. Und am wenigsten hat natürlich der Zahnschmelz. Und jetzt ist es interessant, die Zahl, die ihr angegeben hat, Zahnschmelz hat zwischen 5 und 7% Wasser. Ich sage, das ist schon Schwachsinn. Ich muss gar nicht groß denken können, weil das ist so, hat kristallin an der Masse, wie soll da 7% Wasser drin sein? Das ist die Spucke drumherum. Weißt du, und jetzt ist es auch, was du denkst, wenn das aushärtet. Wenn du immer, ich sag mit dem gesunden Menschenverstand, wenn du ein Gefühl hast für die Sachen, wo du denkst, was du meinst, das steht so im Widerspruch zu dem, was die Physik dir sagt. Außer du denkst rein physikalisch, weil du verbildest ja immer deine Logik. Und dann kommen eben die Widersprüche mit vorher, meine Gase, das sind so Standardbeispiele. Ich habe so viele Sachen hier, Sauerstoff, Stickstoff, Wasserstoff. Oder nimm das ganze Mendeleische Periodensystem, wenn man Plichter, wenn du Plichter liest, ist es toll, ist ein Zahlenwerk, Aufbau, Kern, wie viel Protonen, wie viel Elektronen, Helium 1, Sauerstoff 8 und so weiter, wie sich das dann aufbaut, wie das auf die Schalen ist. Du musst eins wissen, jeder, der sich das denkt, denkt es, weil er es rein vom, jetzt zeitlich gesprochen, vom Hörensong gesagt bekommen hat. Aber jetzt gehen wir mal zurück, es muss doch irgendeiner sein, der es als erstes gedacht hat. Da man das ja überhaupt nicht sehen kann, diese Harmonie, selbst wenn ich noch raumzeitlich bleibe, muss dem das wie aus nichts eingefallen sein, dass das so ist. Ich habe immer gesagt, der Kopernikus, der sagt hier, das bewegt sich da oben alles. Rein durch das Sehen kannst du es nicht rauskriegen. Und was ja hier schon Kopernikus, wenn du die Zeitverschiebungen machst, dass du mal wirklich jetzt chronologisch das siehst, dass hier schon die Erkenntnis, was Planeten sind und was Sterne sind, mit den Augen, selbst mit den primitiven Fernrohren, wo die gehabt haben, und was ja mein Lieblingsbeispiel ist, ist ja immer wieder diese Fizeau-Gleichung, wie haben wir die Lichtgeschwindigkeit gemessen. Pass auf, Biene, du kennst das, die Sache ja, wo ich sage mit dem Spiegel, wo man aufstellt, du kennst das Prinzip, dass dieser Fizeau 1849, und jetzt steht in meinem Physikbuch für deutsche Ingenieure, steht in 8 1/3 Kilometer Entfernung. Das stimmt gar nicht. Offiziell in den Physikbüchern, der Spiegel war 8,66 etwas Meter entfernt in dem Originalexperiment. Und darum hat der Fizeau 314.000 Kilometer in der Sekunde berechnet. In meinem Physikbuch für deutsche Ingenieure machen die 8 1/3 Kilometer, dann gibt es nämlich genau, wenn du das ausrechnest, die 300.000, also das angepasst, aber darum geht es gar nicht. Und das ist dann das Zahnrad mit 72 Zähnen, was ja mit den Lücken 1440, wir sind wieder 1440 beim Adam durch 2. Adam ist sicher wie eine Kaber, männlich und weiblich. Adam, der eine ist durch 2. Merkst du, dass da schon wieder die ganze Bibel drin hängt? Ja, und aber das Ist-Licht hat den Wert 813. Was, sowieso, und da fällt es genau. Aber was ich will auf was ganz was anderes hinaus, Biene. Ach.
dass ich jetzt bei Leuten sage, und jetzt kann man, macht der die Experimente, macht man mit dem Laser, mit so einem Doppelspiegel, wenn man weiß, wie es aufgebaut ist, will ich jetzt nicht erklären, ist ziemlich simpel. Aber jetzt kommt dann die Frage, wo ich dann die Frage stelle, 1849. Und jetzt ist leider, kann ich das hier nicht demonstrieren, wenn du bei mir im Balkon bist, dass du jetzt 8,5 Kilometer, sagen wir circa, wenn du mal die Entfernung siehst, wirklich jetzt bildlich siehst. Und jetzt pass auf, wir haben in 8, der hat in 8,5 Kilometer Entfernung einen Spiegel aufgestellt, hat hier mit einem halbdurchlässigen Spiegel ein Licht, okay, über den halbdurchlässigen Spiegel, sorry, Entschuldigung, ein Licht über den halbdurchlässigen Spiegel gespiegelt, dann wird ein Fernrohr von dem Spiegel anfokussiert, zurückkommen lassen und dann das Zahnrad durch das Zahnrad, aber an der Geschwindigkeit kann man das ausrechnen. Und jetzt kommt der, zeig mir bitte, welche Lichtquelle hat er 1849 benutzt? Es hat übrigens 1875 war das erste Mal, dass er Kohle Bogenlampe erfunden wurde, es hatten 1849 nur Petroleum oder sonst was, es hat zwar Elektrizität, aber noch kein elektrisches Licht gegeben oder Kohlenbogenlampe, es hat nur Kerzen, Fackeln oder sonst was als Licht. Und jetzt zeig mir, wie du mit einer Kerze, einer Fackel über 8,5 Kilometer über einen Spiegel nochmal einen Lichtstrahl zu einem Spiegel machst, zurück machst und das dann misst. Deswegen, die machen das mittlerweile, die Experimente mit einem kleinen Laser, da funktioniert das okay. Alles. Ja. Aber wie haben die das 1849 gemacht, wenn sie nur Fackel oder Katze oder was gehabt haben? Problem. Problem. Oder Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Zack, zack. Muss man selber sich Gedanken machen. Nicht nur nachplappern und schlucken, ist ja bewiesen. Was du da kriegst, diese ganze Logik, kommt total ins Schwimmen. Und dann ist es ja, wo man dann jetzt immer wieder, wo ich da schon zeige, Wikipedia, wie lang, was ist Lichtgeschwindigkeit, wie lang dauert Zeit, eine Sekunde dauert eine Sekunde. Eine Sekunde ist auch wunderbar. Eine dimensionslose Geschwindigkeit. Nein, Ellie ist ein, das fällt in den Punkt zusammen, es ist alles durch Null. Kann ich so schön zeigen und es ist, wenn man jetzt, Dieter hat ja Aversion gegen Formeln, aber das ist eben immer wieder jedes anders, so wie beim Essen. Aber das ist so eine Schönheit, was ich dir gerade kurz die Wellengleichung, wenn ich das so erkläre, wenn du nur neugierig bist, im ersten Moment schockt das. Und jetzt nur mit den einfachen, wo ist die ganze Arithmetik, dann haben wir hier ein N, auf der Formel ein N, ein Summenzeichen und drunten steht hier I ist gleich 1. Das ist, wenn ich nur, ohne zu wissen, was der Physiker sagt, sage ich, ich habe da Summe, oben ist eine Existenz und I unten, das Meer ist ein Meer, das ist Gott. Und alle Existenzen, die auftauchen, die Summe aller Existenzen ist der eine Gott. So, ich sage jetzt nur, was der Physiker dir erklärt, aber das macht dann Sinn. Und so kann man die ganzen Formeln durch und du sagst, boah, das ist ja, und immer ist gleich Null. Am Schluss ist immer gleich Null. Ein Physiker erklärt dir das, was man ihm erklärt hat. Oder, ne? Und ich sag dir, Peter, wenn ich was zu sagen hätte, ich würde es nicht anders machen. Nein, es ist so, ich sage immer, du, Form L ist die Form von L. Und das ist dieser eine Punkt in dir, Dieter. Jetzt I ist natürlich schon immer wieder, und jetzt kommt man mal hingehen. Bastard, danke, Leute, ihr sorgt euch so um den Udo. Hinter, wir brauchen nur am Hinter. Das also hier, die Eigenart, wo ich so im Charakter ist, jetzt wie ein Fokus, was mich interessiert. Und so lernen, dass du nur, wenn es dich wirklich interessiert. Solange das nicht der Fall ist, dass, dann ist es immer wieder was, was dich interessiert. Und was dich zuerst einmal interessieren sollte, ist, was bin ich? Was ist das, was ich mir ausdenke oder was ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe? Und du wirst immer mehr diese eigene Liebe wann, wo die Angst sich auch, Angst ist immer verbunden mit Ego. Angst taucht auf. Was ist das Gegenteil von Angst? Das Bedürfnis nach Sicherheit. Wenn du überhaupt kein Bedürfnis nach Sicherheit mehr hast, hast du auch keine Angst. Wenn du dir nicht Gedanken machst, ob du krank werden könntest, ist immer gesund. Das ist, aber jetzt ist die Frage, was bist du selbst? Der Geist, der mir jetzt zuhört als Ding an sich, nichts. Vor was soll dir nichts Angst haben? Das Schlimmste, was kommen kann, ist, dass du vernichtest wirst. Vernicht dir mal nichts. Es ist doch so. Es ist jetzt rein, ob ich das jetzt rational irgendwann einmal logisch sehe, das ist die erste Stufe. Wenn ich das wirklich verstanden habe, was ich euch erkläre, das ändert alles. Und dann sitzt man nur da und wartet einfach. Was wird das Kind in der Matrix machen? Es wächst und wächst.
Und irgendwann kommt der Punkt, es ist noch keiner drin, dem sag ich. Dieser Reifeprozess. Und durch das, dass auf der Höhenebene die Einheiten, die Vielheiten verschmelzen, und wie gesagt, jetzt wie mit den Wellen, hat es mehr Angst, dass es eine Welle verlieren könnte. Und alles, was du denkst, sind Gedanken, die Gedankenwellen, die in dir auftauchen. Das ist auch wieder Angst, dass dir bewusst ist, es ist gar nicht möglich. Entweder bin ich eins, oder ich mache es zu was Besonderem, dass ich es anschauen kann. Hassen, haben, das, was du hast, kannst du lieben. Dieses Umkehren haben wir ja schon so oft gehabt, ne? Fang alles an, abgrundtief zu hassen. Weil das, was du hast, begehrst du nicht. Das, was du hast, bist du nicht traurig, wenn es sich auflöst. Was ist Glückseligkeit, wenn du nichts mehr begehrst, wenn du keine Angst hast, dass sich was auflöst? Also fang mal an, alles zu hassen, die ich hasse dich. Deswegen hast du ihn. Ich muss mich auflösen jetzt. Drum habe ich dich. Und das ist immer wieder das Spiel und Geduld. Was ist eigentlich Hektik oder Langeweile, wenn du die Ewigkeit begriffen hast? Und das ist wieder Akt von Reife. Das ist immer wieder die Kunst, das kriegt man erst im Alter. Und das kann nur einer erzählen, der diese Reife kriegt. Das ist bei manchen früher und bei manchen später. Und dann wieder eine, die nicht mit Anstand alt werden, die bleiben bis ins Alter getrieben. Das haben wir ja auch, dieses Spiel zwischen Gleichspannung und Wechselspannung. Was Gleichspannung, was einseitig fließt, ist wie eine Batterie, es wird irgendwann einmal leer. Und das, was wechselt, das ist lebendig. Mein Einspeisen mit dem Wechselstrom. Wo ich gesagt habe, wie willst du Strom? Wenn Strom, Gleichspannung habe ich gestern erklärt, aber für dich Wechselstrom einspeisen, das ist ja, wenn wir Strom uns wie Wasser vorstellen, ist ja ein Fließen von freien Elektronen. Wir nennen wir freie Elektronen Wassermoleküle. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt einen Strohhalm nehme. Pass auf, und ich mache hier 50 Hertz. Ich wechsle 50 Mal in der Sekunde, sind 100 Impulse. Ich sauge kurz an, ein kleines Stück, und dann blase ich wieder rein. Das ist Wechselspannung. Wie will ich dann Wechselspannung irgendwie da reinspeisen? Du weißt, was ich meine? Es ist nur ein Hin und Her. Also von Einspeisen reden ist schon mal unkorrekt. Wobei ich die Wärmeerzeugung, wenn ich jetzt hier was fließen lasse, dann wird es warm. Und es ist jetzt, weißt du, ob das permanent ewig lang zieht oder ob ich es so mache. Das ist, aber ich kann jetzt sagen, dass ich was ein... Das ist, du merkst, dass die Formulierung, die Ausdrucksweise schon grundverkehrt ist. Das, was ich sage, einspeisen. Wenn man dann ins Genaue geht, darum sage ich immer wieder, ich kann euch das erklären. Ein Physiker, der plappert nur nach und weiß gar nicht, um was es geht. Und was dir dann bewusst wird, diese unendliche Kraft von Märchen, des Kaisers neue Kleider. Es ist deine ganze Welt, deine ganzen Fachleute sehen des Kaisers neue Kleider. Jetzt wieder der Physiker, du sagst hier, die Einstein-Formel ist nur die Kreisformel. Dass du eigentlich, der demonstriert dir seine absolute Geistlosigkeit. Das ist eine reine Rezitiermaschine. Und jetzt wiederhole ich nochmal, wenn du das erkennst, wenn dein Computer spinnt, du kannst dich ärgern, wenn du willst. Es macht keinen Sinn, ihm das vorzuwerfen. Er kann mit Sicherheit nichts dafür. Als erstes und als zweites, du kannst den anscheißen, so viel du willst, es geht in am Arsch vorbei, weil es ist ein Stück tote Materie. Das macht keinen Sinn. Es gibt wieder so unendlich Ruhe, wenn du weißt, dass die meisten Trockennasen auch in deinem Traum auch nur rein vollkommen unschuldige Rollen sind. So wie die Figuren, die Charaktere in einem Märchen. Wir wollen sie nicht verändern. Es reicht, wenn man diese Zusammenhänge... Was soll uns das sagen? Und dann ist halt, dass die ganzen Koryphäen, die du bewundert hast, wo du nachgeplappert hast, dass du merkst, das ist ja alles geistlose Schwätze. Dann wirst du zu Geist. Ja. Udo, darf ich dir denn ein bisschen Wein oder lieber ein Bier? Nein, jetzt nicht mehr, jetzt bin ich... Ist okay. Saturiert. Es ist okay. Ist okay. Saturiert. Es ist okay. Schön. Schau dir das einmal an, wie schön das jetzt aussieht. Ja, das ist beleuchtet. Illuminiert. Ja. Kommt aus uns. Das ist immer in der Selbstbeobachtung. Immer wieder, ich habe euch das ein paar Mal gesagt, macht dir wirklich einmal die Mühe und setz dich bewusst vom Fernseher
Und jetzt nicht normal dieses Wegleiten. Und dann mach dir bewusst, dass du die Menschen, wo du siehst, dass es keine Menschen sind. Und wenn Fußball oder was hast, mach dir mal ganz absolut bewusst, dass sich da nichts bewegt. So wie du Bewegung definierst. Dass die Bewegung eine Illusion ist. Und wenn du mal jetzt haben solltest, dass ich immer wieder so, auch wenn du es in der Theorie weißt, diese Triplets, die Farbmischung, wenn wirklich nur weiße Fläche ist, niemand möglichst gutes Lupe, gibt ja noch so Lupe mit so einer kleinen, wo ich sage, dass viele das wissen, wenn ich Leute habe und ich sage, jetzt gehen wir wirklich einmal, du siehst voll weißes Bild und dann gehen wir oder am Monitor von einem Computer, wobei die sehr klein sind, beim Großen, wenn du ein Ding hast, ist natürlich das schon besser, weil am Monitor sind sie sehr, sehr klein, die Pünktchen, und dann gehen mit der Lupe hin, dass die dann eben, dass die Triplets sich aufzoomen. Und du siehst mit Entsetzen, dass da nicht auf den ganzen Bildschirm nicht ein Hauch weiß ist. Wenn du hingehst. Nur knallgrün, rot und blau und du gehst weg und so voll weiß. Und du merkst, wie das umkippt mit dem Abstand, wie hier die Schichten, ich sag wie die Aggregatzustände im Wasser. Obwohl es immer H2O ist, das sind diese drei Aggregatzustände. Was ja das Verrückte ist, das Glas ist ja das nicht, das ist ja Flüssigkeit. Das ist, was du festziehst. Hast du mitmachen, rein chemisch. Das ist immer manche Elemente und das ist natürlich eine Riesensymbolik. Oliven oder was du in den Kühlschrank, dann flockt das aus. Das sind lauter solche Stellen, aber bei Glas, es bleibt wie ein Hochleistungsmotoröl, viskositätstechnisch bleibt es flüssig. Und was du als festes Glas siehst, ist bei dieser Temperatur, ist die Viskosität so zäh, dass es dir hart erscheint. Es ist aber an und für sich nach wie vor flüssig. Und Wasser geht nicht. Wasser hat immer dieselbe Viskosität, kippt um, entweder wie gesagt im Dampf oder kippt um, kristallisiert. Darum gibt es zum Beispiel auch kein 5 Grad kaltes Wasser. Das ist selbst in der Arktis, wenn es minus 60 Grad hat, das Wasser hat definitiv niemals mehr, es muss sich Salzgehalt, kann sich ja wenn verschieben, weil bei Salz ändert sich, aber wenn das Süßwasser ist, kann Wasser niemals kälter sein wie 0 Grad. Weil wenn es kälte ist, ist es Eis. Du kannst ja besser ins Wasser gehen, wenn es so kalt ist. Wenn der kalt ist, ne? Weißt du, es ist immer logisch, weil wenn es kälte ist, ist es Eis. Es gibt kein 5 Grad kaltes Wasser. Dann gibt es doch wieder 5 Grad. Wenn es salzig ist, verändert sich der Gefrierpunkt. Aber das Prinzip bleibt sich gleich. Ist verrückt, ne? Was natürlich wieder Fragen aufwirft, das ist ja jetzt diese Zahlen des Gas. Die Geiler-Sack-Gleichung heißt es in der Chemie. Dass wir jetzt immer die Zahlen haben, wo ich ja gesagt habe, wir haben zwei Punkte, wenn wir die Grad nehmen, wir haben die 100 Grad, wo Wasser anfängt gasförmig zu werden, bei Celsius, bei 0 Grad wird es fest, bei plus 4 Grad hat es den Annulierpunkt, also die höchste Dichte, und dann ist es drunter, ist es fest. Und wenn wir jetzt weiter, jetzt rein die Temperaturskala, dass ja die absolute Nullpunkt liegt bei minus 273,2 oder 1,15, was man hoch. Und das ist jetzt diese 273, bin ich ja drauf eingegangen. Das ist rein zufällig mit Mond und so weiter. Das ist natürlich alles Zufall, weil der Mond ist ja vor 4,5 Jahren entstanden, weil ein Meteor in die Erde reingefallen ist. Und dann ist was rausgespritzt und das hat sich verklebt in den Abstand. Und du wirst immer dieselben Zahlen machen. Du meinst, das ist ein Programm. Zu glauben, für einen Physiker ist alles, was er zufällig ist, alles Zufall. Zufall, Zufall, Zufall. Und selbst wenn dann an was erklärst, kommen die Idioten mit dem Gesetz der großen Zahl. Aber an einer gewissen Menge kann man sich alles denken. Ne? Das ist geistlos. Das ist, du merkst nur, wie geistlos ist was, was ich mir nicht erklären kann. Und es wird halt mit Holofilien rückenlos. Aber ich will auf was anderes hinaus, dass bei Gasen, das ist die Geiler-Sack-Gleichung, ist reine Physik, kannst du überall nachlesen, da hast du ein ideales Gas. Ich erkläre kurz das ideale Gas, weil Gase ja im Prinzip auch, Wasserdampf ist ein Gas und der wird bei 100 Grad flüssig und bei 1 Grad fest. Und jetzt auch Sauerstoff, der ist bei Lufttemperatur noch gasförmig und wird bei einer gewissen Temperatur jetzt nur verschoben, wird er genauso flüssig und wird dann fest. Okay? Und ein ideales Gas ist praktisch ein Gas, das sich jetzt wie unser Glas nur verändert, wobei ein Gas nicht die Viskosität verändert, weil wie will ein Gas, hat keine Viskosität. Ein Gas verändert bei Temperaturveränderung sein Volumen. Nimm einen Luftballon, du den warm machen, dann bläht er sich auf, wenn kalt machst, schrumpft er zusammen. Okay? Jetzt ist es also drum ein ideales Gas, das also nicht flüssig wird, aber an einer gewissen Temperatur, sondern wie jetzt unser Glas, in dem Metapher immer flüssig bleibt, bloß die Viskosität verändert. Ein ideales Gas verändert bei Temperaturveränderung sein Volumen. Und das ist jetzt wissenschaftlich, lernt jeder Chemiker, die Geiler-Sack-Gleichung, dass ein Gas, ein ideales Gas, schrumpft pro Grad, wo du das abkühlst.
um ein 273,2 seines Volumens. So, das heißt, wenn wir jetzt einen Kubikmeter Gas nehmen, dann schrumpft es, wenn wir es 1 Grad kälter machen, um ein 273,2 seines Volumens. Bei 2 Grad schrumpft es auch. Das heißt, bei 273,2 Grad ist kein Raum mehr da, es ist nichts mehr. Ich zeige euch das gerne in Physikbüchern. Was soll uns das sagen? Was natürlich jetzt interessant ist, die höchste Geschwindigkeit, die man erreichen kann, ist ja die Lichtgeschwindigkeit. Photonen bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und weil die sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, existiert für ein Photon kein Raum mehr, weil ein Photon sein, ich zitiere nur aus Physik, sein eigenes Antiteilchen ist. Und bei Lichtgeschwindigkeit fällt der Raum um das Atom, wo er sich bewegt, in einem Punkt zusammen und die Zeit wird ewig. Okay, das heißt, bei Lichtgeschwindigkeit bewegen sich Photonen überhaupt nicht mehr, die fallen in einem Punkt zusammen. Aber das ist dann die höchste Geschwindigkeit. Wenn du jetzt einen elektromagnetischen Stoff als einen Leiter, zum Beispiel irgendein Kupferdraht oder was, wenn du den abkürzt, dann steigert sich, also sinkt der Siemens der Widerstand. Das ist dieser berühmte Supraleiter. Jetzt kommt es, dass im Idealfall bei absoluten Nullpunkt, bei 273,2 Grad, wenn das ein Supraleiter wird, passiert was ganz Eigenartiges. Wenn du einen Strom durch einen auf 200 Nullpunkt an Leiter abkühlst, wird er zum Supraleiter und dann bewegt sich die Elektronen mit Lichtgeschwindigkeit, also ohne irgendeine Reibung. Das heißt, interessant ist, dass ja das Ding sich, wenn es sich überhaupt nicht mehr bewegt, fängt es an sich zu bewegen. Das ist immer der Widerspruch, dass du beim absoluten Nullpunkt hast du eigentlich den Zustand von der Lichtgeschwindigkeit. Wie war das nochmal mit Rot, Infrarot, Rot, Blau, Ultraviolett? Das alles, was sich widerspricht, wenn du geistreich siehst, eigentlich sich in sich selber in dem Widerspruch wieder verbindet, auf der höheren Ebene. Und die Physikbücher sind genauso heilige Schriften, wo ich sage, wie die Bibel und der Koran. Es ist immer eine Frage der Auslegung. Und da kommt halt, dass du jetzt ein universales Wissen brauchst. Ich sage jetzt einmal selbst, und das Thema ist ja, wir machen mal diese Heimtheorie dieser Schichten. Ist natürlich sehr viel Materialismus, steckt aber dasselbe Prinzip drin. Wenn ich euch das einmal zeige, natürlich um Grundprinzip stimmt. Und da ist natürlich, es hat sich ja nie durchgesetzt. Die Schwierigkeit ist, ich mache mal eine Erklärung, um die so komplex die Theorie, verfolge heim. Aua, aua! Dass hier ein etablierter Wissenschaft würde 2 bis 3 Jahre an Zeit aufwenden müssen, um das wissenschaftlich zu überprüfen, ob es wirklich stimmt. Und es ist kein, was zu arbeiten, um nach 3 Jahren so festzustellen, dass das eh nichts ist. Noch krasser ist es bei Holofeeling, weil bei der Theorie bleibst du ja in der Physik, sind rein. Bei Holofeeling müsstest du anfangen, dich mit Religionen, mit Chemie, mit Physik, du müsstest deinen Horizont über alle Fachgebiete erweitern, dass du den Zusammenhang erkennst. Aber wenn ich doch alle Wissensgebiete verschmelzen will, muss ich ja mich zuerst einmal mit allen Wissensgebieten beschäftigen. Ich kann aus einem Wissensgebiet heraus nie eine Weltformel, die alles verbindet, machen, wenn mich die anderen Wissensgebiete nicht interessieren. Darum heißt es ja hier in Du bist ich, bei der Feynman-Gleichung, wo ich sage, dieses unmöglich, ich habe das ein paar Mal zitiert, wo es dann hast, mein Menschensohn sagt das Buch. Das ist wesentlich weitergegangen. Es hat nämlich wirklich alle Sprachen, alle Religionen in einer Formel vereinigt. Und jetzt ist immer wieder, dass ich sage, es ist nicht schwer zu lernen. Holofeeling in den Grundsätzen zu verstehen, ist wesentlich einfacher für einen Deutschen, wie wenn du jetzt Türkisch lernen müsstest. Es ist wirklich so, weil du bleibst im deutschen Bereich und was wir hebräisch machen, wir lernen ja nicht die hebräische Sprache. Wir lernen ja nicht die hebräische Sprache, es sind rein, wir lernen 22 bzw. 27 oder dann 54 Symbole. Und die sind, das ist die Grundlage und wirklich 54, was ist, wenn du von einer Sprache 54 Wörter beherrschst? Dann kannst du die Sprache noch nicht sprechen. Es ist so, wenn du wird immer klarer, wenn du hast, und die müssen sitzen. Nicht mehr, dass du überlegst in einer Tabelle, was war das, sondern die müssen wirklich schlafwandlerisch in dir drin sein. Was ist D, was ist He, was ist Shin, in Rot, in Blau. Wobei beim Shin haben wir ja dann die Sphäre noch, wo ich so schön erklärt habe, du kannst dich erinnern. Da habe ich ja ein paar Updates mitgemacht. Was das, geh mal in irgendein, wenn du überhaupt was findest in jüdischen Büchern, was das Vierarme, kriegst du erklärt, ist wie mit Karma. Es ist fast keine Erklärung da und wenn du eine findest, was übrigens auch ist bei den doppelten Buchstaben, dass ja die doppelten, wenn du anschaust, das sind jetzt eigentlich P und F ist klar. P und F.
Partie, wie sieht es beim R aus? Das ist ja auch ein Doppelter. Was ist die andere Seite von dem R? Und du merkst, da geht nichts mehr. Ich habe beim T mache ich jetzt noch dieses, da machen zwar DT, aber wo ich dann mit dem X, mit dem alten Zeichen, wenn eine Eselsbrücke mache, aber was ist das R doppelt? Und ich kann dir nur jetzt in der ganzen Literatur, wo in Deutsch überhaupt was angesprochen wird, weil das hier, ja, und es ist bla bla bla, das ist wie wenn die Merkel dir was erklärt. In einer politischen. Es ist, brauchst du dir nicht ahnen, weil es dir nichts aussagt. Das ist das rote und das blaue Resch. Das ist das Kino und das Programm, das das Kino braucht, das in dem roten Kopf, die blauen Köpfe, jeder Kopf macht an jede Interpretation, denk an dein Traumauto, denk an dein Traumauto, denk an dein Traumauto. Ich denke mir die drei Rationalitäten aus und wenn ich jetzt schaue, was der sich denkt, sehe ich nur jedes Programm konstruiert eine andere Maussetzung, wo das Programm sich nicht raussuchen kann. Wenn Menschen träumen, heißt praktisch, ich rede jetzt Mensch, ist der blaue Mensch, das heißt, jedes Programm macht einen anderen Traum, so wie jede Videokassette einen anderen Film macht. Aber wer ist die Energie, der in Verbindung mit der Videokassette in seinem Kino den Film laufen hat? Weil in der Videokassette die DVD selber sieht den Film nicht und der Fernseher, wo der Film läuft, sieht den Film auch nicht. Er sieht bloß die Energiequelle, ist der Geist, der das in sich reinstellt. Es sind immer Geschichten und ihr merkt, ich wiederhole bis zum Erbrechen. Weil Meister wird man durch Wiederholen. Das hört man, es ist im ersten Moment logisch und es sind so viele Sachen, wo ich euch schon vor 10 Jahren gesagt habe, die jetzt erst langsam anfangen zu wirken. Stimmt oder stimmt? War vor 10 Jahren nicht logischer wie jetzt. Aber jetzt nimm das. Jetzt nimm das. Vor 10 Jahren hast du noch nicht über das Meer gesprochen. Kann ich nicht sehen. Nein und jein. Die Metapher ist, dass ich das aufbaue. Wieder. Dass ich immer wieder sage, schau mal, wenn du jetzt zum Beispiel, ich benutze in den ersten Büchern das Wort Mathematik für Rechnen. Obwohl ich jetzt immer wieder sage, das Mem ist Zeit und dann wird es Gestaltwerdung. Es ist ganz einfach, dass ich sage, wenn ich mir Basic rege, dann will ich vom Basic verstanden werden. Und wenn ich jetzt jedes Wort erkläre, so wie es ist, ist jedes, das mache ich ja eh so Sprünge. Also mache ich, ich weiß, ich gehe nicht Bindo. Da heißt, wenn zwei Menschen in Dialog treten, ich spreche, ich will dir was mitteilen, die Grundvoraussetzung, dass das reibungslos funktioniert, ist, dass sichergestellt ist, dass wenn ich ein Wort ausspreche, weil ich mir dann Wort will, ich eine Vorstellung in dir auslösen, dass du auch bei dem Wort die Vorstellung kriegst, die ich dir mitteilen will. Und dann weiß ich eben, wenn ich Mathematik sage, sagt denkt jeder an Rechnen. Und darum benutze ich das Wort Mathematik, wobei ich dann später erkläre, dass das gar nicht Mathematik heißt. Würde ich das in dem Kontext erklären, hätte ich überhaupt keinen Kontext. Das ist ja mein permanenter Kompromiss, wo ich habe. Auch heute noch, wenn ich Updates schreibe. Wo ich jetzt bei ihm oder die Fettingsmann sitzen, wo ich denen erkläre, was alles da ist. Und so, wenn ich das jetzt erkläre, dann bricht der Kontext auseinander. Wo ziehe ich die Grenze? Also das Erste ist, dass wenn ich spreche, dass das bei dir einkommt. Das steht in Ich bin nur drin, das ist mein Galilei-Beispiel. Aber was ein viel größeres Problem ist, dass hier der Mechanismus, würde ich jetzt sagen, bei Worten permanent selbstständig weiterdenkt und interpretiert, was gar nicht angesprochen worden ist. Und das mache ich mit dem Beispiel mit Galilei, der sagt, wenn wir uns jetzt, wir sind auf einer Scheibe, alle glauben, die Scheibe, die Welt ist eine Scheibe, und jetzt kommt einer, der sagt, wenn wir jetzt immer in die Richtung laufen, immer laufen, kommen wir irgendwann nochmal von daher. Und du weißt nichts von einer Kugel, sagst du, so ein Depp. Das ist doch so ein Krampf, das sieht doch jedes Kind, dass wenn ich in die Richtung laufe, dass ich mich von da entferne und schon gar nicht von der anderen Seite herkomme. Und jetzt versucht er zu erklären, wenn die Erde eine Kugel wäre, ist rein ein Gedankenexperiment, dann wäre doch auch eine riesengroße, zugegeben eine riesengroße, dann wäre doch, wird er doch hier wieder ankommen. Und das kann jetzt jeder nachvollziehen. Ja, wenn die eine Kugel wäre, aber wir wissen ja, dass alles von oben nach unten fällt. Das heißt, wenn die eine Kugel wäre, dann wird da das Wasser rauslaufen und da hier würden die runterfallen. Logisch. Was jetzt hier passiert, das ist das, was ich sage, du kriegst was von mir gesagt und du musst dich konzentrieren rein auf das, was ich anspreche. Und jetzt mischt sich, du interpretierst und mischt mit deiner Logik einen Haufen dazu und das macht dir vollkommen unmöglich, das zu verstehen, was ich dir erklären will. Ich sage ganz einfach, wenn die Kugel der Erde vergiss alles, dann würde das passieren. Und jetzt hast du schon den Schuh, kann ja nicht, fällt dir alles runter, läuft dir das ganze Wasser raus. Es ist so, sobald du von einer Dimension in die nächsthöhere aufsteigst, musst du viele Systemparameter verändern. Einer davon ist, dass alles den Mittelpunkt zustrebt.
das müssen wir jetzt wieder extra ansprechen, das ist nicht nur, dass die Scheibe zur Kugel wird, sondern mit dieser höheren Dimension gibt es viele Phänomene, die auf der Scheibenwelt nicht existieren oder total missinterpretiert werden. Und das habe ich hier auch gepackt, denn ich bin nur in dem Beispiel, wo ich sage, zuerst einmal muss Worte so wählen, dass ich weiß, was ich ausspreche, löst in dir genau die Vorstellung aus, die ich dir mitteilen will. Darum ist es korrekt, wenn ich zu einem normalen Menschen Mathematik spreche, weil ich weiß, ihr denkt an Rechnen. Würde ich jetzt bei Holofeeling stellen, mit die Haare zu Berge, aber wenn ich jetzt das Rechnen zuerst über Seiten erkläre, wo soll ich dann irgendeinen Kontext fassen? Und das ist jetzt so eine Sache, wo die Andrea sagt auch, oder jetzt einige, die wieder anfangen, ich bin da zu lesen. Adidonis, die sagen, oder das ist erst, wenn du wirklich dieses Grundprinzip über die Selbstgespräche, jetzt die ganzen Updates, die Hologrammatik einigermaßen verstanden hast und du liest jetzt wieder Holofeeling, dich schüttelst ab, du sagst, das ist der Wahnsinn, was der Mann, ich sage mal, was der in diese ersten 8 Bände in Ich bin du schon reingepackt hat, in die ersten 50 Seiten zwischen den Zahlen. Da wird dir erst bewusst, was das für ein Kompromisswerk ist. Irgendwo musst du anfangen, Dieter. Und wenn einer meint, ich setze mich hin und schreie um und dann komme ich ins Himmelreich, das habe ich in Neo-Apokalypse. Das ist, Erleuchtung ist wie Pubertät. Das ist, wir sind in der Matrix, das Wachsen, das Wesen, wenn du da drin bist und dann passiert es, da hast du keinen Einfluss drauf. Du kommst nicht eher raus durch Meditation, du kannst es nicht erkaufen, du kannst ja nicht drin bleiben. Das ist die erste Botschaft. Das ist die erste Botschaft. Also was scheißt du dir in die Hosen? Der Geist, den ich jetzt anspreche, der mir zuhört, der muss sich keine Gedanken machen, der ist ewig, aber will oder nicht. Wie er seine Ewigkeit empfindet, ewiges Himmelreich oder ewige Hölle, das hat er selber in der Hand. Wenn ich dann, und das erinnert euch an die ironischen Worte hier in diesem Holofeeling für Neugierige, wo ich sage, okay, das ist wie Pubertät. Die kriegst du, ob du willst oder nicht, und du kannst dir nicht aufhören, und als 10-Jähriger oder 8-Jähriger kannst du nicht schneller reinkommen. Das musst du aussitzen, wie in der Matrix. Gut, jetzt hast du deine Pubertät, deine Erleuchtung. Und da habe ich ja den schönen Satz. Willst du jetzt da sitzen und von morgens bis abends, wir haben uns jetzt in die Stille meditiert. Und dann mache ich die Ironie, sage ich, wenn ich UB habe ich ja damals noch nicht benutzt, aber ich, Jesus mit Y, wenn ich das so machen würde, wenn ich sterben könnte, würde ich mich da zu Tode langweilen, wenn ich sterben könnte. Es ist, du bist das Kind eines Schöpfergottes. Du wirst irgendwann einmal selber schöpferisch tätig sein, rumprobieren. Es ist ein Weg, ich muss das dann mal programmieren lernen, dass ich dann selber kreativ eigene Programme schreiben kann. Dann beginnt eigentlich erst die Schule. Mein Gott, das gibt dass ich sage, das, wie so funktioniert das? Ja, das ist ja, darum hast du ja so viel Zeit von mir bekommen, so unendlich viel Zeit. Das ist ja der Wahnsinn. Wahnsinniges Vertrauen, kein Problem. Ja, ist unser Klaus. Ich muss immer, wieder beim Schmunzeln mit dem Klaus. In Almena, wo wir sitzen, ich mache jetzt immer normal. Da kannte ich ihn noch gar nicht. Frau Ärztin, er ist eine Ärztin, ISO Dussi, aussieht, jetzt nicht ISO, meine ich nicht im Intellekt, sondern wenn so, wenn. Schau, wie sie. Ja. Also jetzt, sag mal, schau, wenn so, es gehört ja dazu, das ist so die typischen Ärzte, wenn so ganzheitliche Medizin und so. Und dann schleift sie halt ihr eher mehr Manager-Typ, Manager voll, Telekom, Manager-Typ, schleift sie mit, er geht halt einmal mit und dann, was ich nur beim Vortrag komme, der Dünder zu mir, du, da ist wieder so ein Arsch. Nein, überhaupt nicht, der wird gerne nochmal mit ihnen selber sprechen und dann gehe ich am Tisch mit, wo er sitzt und dann merkst du, das ist immer das Typische, weil du hast es ja über dich ergehen lassen, war ja nicht ganz schlecht. Nö, aber wo schlecht. Ich ihn gekriegt habe, war mit dem Spiegel dumm. Stimmt, Klaus. Das hat er überhaupt noch nie gesehen gehabt und da hat er, boah, das hast du gemerkt, der ist irgendwas anders, da habe ich ihn gekriegt. Ja, es war die Begegnung etwas unfassbar Neuen. Aha. Und das hat mich total fasziniert. Und man muss auf dem Ball bleiben. Das ist, Dieter, Entschuldigung, Klaus, wenn du jetzt siehst bei manchen, wir haben ja nur den Kleinen, da habe ich ja das mit die Katze nochmal gemacht drauf. Und das ist ja mittlerweile so Spinner-Doni, die dann für sich selber basteln, wie wir jetzt waren. Der hat hier sich selber machen lassen, für sich, wenn er experimentiert, solche Spiegel, so. Und zwar zwei so einige mit einem Bodenspiegel und dann noch einen echten halbdurchlässigen Spionspiegel, wo man kennt, dazu. Und wenn du das in der Größe siehst, dann kriegst du das mit dem Zug schon mehr mit.
Boah, das ist dann haut es dich nicht. Der Spiegel ist der dreieckig, dass der da rein. Der vier, oder was vier? Kann ich jetzt gar nicht mal sagen, war der drei oder vier? Kann er das aber gar nicht? Die Kanten bleiben trotzdem. Ich weiß es. Die Kanten, das habe ich dir gesagt, Jan, wenn du das wirklich gierig machen wolltest, müsstest du Laserspiegel nehmen. Gibt es auch zu kaufen, die sind halt kratzfest. Mhm. Weil du ja immer die Kanten hast, aber es gibt ja Frontspiegelungen mit Frontsilber. Was natürlich auch wieder interessant ist, das Glas selber, habe ich auch irgendwo in einer Schrift auf. Glas ist jetzt erst einmal Gall, ist die Welle, AS ist die Welle ist die Schöpfung von Raum. Wie funktioniert, mir hast die Glasschicht, ist ja nur der Träger. Wir wissen, es ist eine Flüssigkeit und hinten ist der klassische Spiegel, ist erst einmal eine Silberschicht, die aufgedampft ist. Der eigentliche Spiegel ist das Silber, K-Sof. Geh mal in Gematrieerkläre und schau das an, Sof SB. Ist Becken. Das ist in Ecken. Da ist die Schwellen sind nur Ecken. Du musst immer wieder, du brauchst These an die These, die sich immer in einer Synthese verschmilzt. Und jetzt ist aber, dass das, was das abschließt, ist dann letztendlich dir vier. Drum ist in der alten Schrift hier vor 1800 Schnuffi, wo es dann hast, durch die vier siehst du das. Da wird es beschrieben, wenn du das nicht weißt, wirst du das nie wissen, es ist esoterisch und im Altdeutsch geschriebenes esoterisches Geschwätz. Und jetzt haben wir den Trick. Wenn du jetzt den Spiegel hast, sagst du mal, der ist schon ausgedacht, unser D-Reieck. Das Kätzchen, wo drin sitzt, das flackernde Licht, alles draußen ist abtrünnig. Und ich mache diese Erklärung mit den zwei. Dass wir immer sagen, wenn wir die zwei haben und wir legen den hier hin. Du kannst dich ja nicht reinsetzen, weil du bist, der Geist ist ja nichts. Dass wenn du von oben reinschaust und du schaust jetzt, wenn wir jetzt hier, ich drehe das einmal rum, ich habe hier zwei Spiegel. So in die Richtung und ich lege jetzt den hin. Wenn ich hier hinschaue in den Spiegel, habe ich den Eindruck, dass das da ist über den Spiegel, mein Intern, Extern. Das Dreieck praktisch in dem. Dass das Spiegel. Hast. Und dann haben wir ja die Phänomene, habe ich ja Zeichen mit umkippen. Ich kann es ja nur aufmachen, dass ich die Kugel von der Fläche in die Kugel mache. Und wenn ich es reinklappe, dann kippt die Kugel in die andere Richtung. Und es ist interessant, dass das eigentlich immer, was du siehst, das Dreieck mit der Diagonale, macht eigentlich hier lauter Quadrate, die über die Diagonale nicken. Brechen. Okay? Und die, wenn jetzt die Oberfläche, die unendlich ist, wenn ich jetzt das kipp, klappt das praktisch zack, 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 zack. Und mit jeder Stufe, wo ich knick, wird die Oberfläche kriegt weniger Facetten. Mit jedem Winkel kriegt die weniger Facetten. Wenn sie flach ist, sind es rein theoretisch unendlich viel. Und diese unendliche Ebene, die langsam wegbricht, immer viele Facetten, die sind alle gleich groß. Und wenn ich es jetzt wegbrechen lasse, wird es, weil das kleiner wird, wird natürlich die Facettenzahl kleiner. Das ist der Winkel und umgekehrt, wenn ich es reinklappe durch das Dreieck, kippt es dann so, dass ja immer nur die Halb haben wir dasselbe, bis dann in der Kugel drin. Und das ist dann, das kippt, das werden aber immer mit jedem Winkel, wenn es umkippt in der Kugel, wird die Oberfläche kriegt weniger Facetten. Warum sage ich eine Kugel? Oberfläche ist eigentlich ein unendliches Eck. Und was dann ist, das letzte Stufe ist, wenn es zusammenklappt, sind die Vierecken, merkt ihr, das sind die letzten Vierecken von dem Dreieck. Kannst du mir verfolgen? Jetzt ist es aber, da wir sehen, wenn wir schauen, dass wir bloß immer die Halbkugel haben. Erst wenn ich von der Seite reinschaue, von hier sehe ich ja immer die Fläche, erinnert euch, und wir kippen das doch dann so, und dann kippt doch das um. Oh. Wenn ich jetzt, und dann soll ich da immer schauen, von hier rein, dann ist die Kugel, und in dem Spiegel ist eine Kugel, hier, und wenn ich jetzt so, wenn das das Eck so reinschaue, ist in dem Spiegel ja genau die andere Hälfte dazu. Jetzt wollen wir das umgekehrt machen, dass wir kippen, kippt es so. Ich habe ja nur Halbkugel, extern, Gesichtsfeld, vorm Spiegel, hinterm Spiegel und das andere ist ja im Spiegel die andere Hälfte dazu, die dann zusammenkippt zu vier Seiten. Aber das bleiben bei den vier Seiten, habe ich trotzdem nur die anderen vier. Und das ist jetzt das schöne Bild, wo ich euch hier in der Holo-Arithmetik drin habe, diesen Tetraeder, wo der Mensch steht, wo in zwei, und was der Witz ist jetzt, der Trick, dass das zum Wirbeln anfängt, drehen wir das um 45 Grad. Wenn du jetzt die Tetraeder um 45 Grad drehst, ohne das genau, und du schaust von oben drauf, aus der Perspektive ist es der Davidstern. Bist du dabei? Wenn der Dreieck, und wir drehen das um 45 vor der, und dann hast du hier, fährst du mal diese zwei Dinge und dann schauen jetzt diese Ecken raus, die sich verdrehen, von dem Davidstern. Und das sind die sechs Ecken, die da rausschauen, das sind die sechs Himmelrichtungen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus auf ein Flächensystem. Ich könnte euch das noch viel genauer, aber jetzt müssen wir frei werden als Geist, dass wir nicht sind.
dann kann man loslegen. Dann wollen wir lichtgeschwind zum Denken anfangen.